Das Thema Corona-Krise beschäftigt die ganze Welt schon seit über einem Jahr. Es wurde sehr viel und lang darüber diskutiert. Man hat viele Meinungen von Experten, Politikern, Prominente oder anderen Leuten gehört. Und es scheint so, als würden die Worte, die über dieses Thema gemacht werden, auch in Zukunft kein Ende nehmen. Aber um es kurz zu halten und um etwas persönlicher zu werden, möchte ich die Wörter aufsagen, die mir zu dem Thema Corona-Krise als erstes in den Sinn kommen. Und zwar sind es die Wörter Propaganda, Lügen, Heuchelei, Willkür, Bevormundung, Maulkorb, soziale Distanzierung, Freiheitsentzug, Hausarrest, Isolation und zu guter Letzt Einsamkeit. Und auch der Titel meiner heutigen Kurzpredigt lautet Einsamkeit in der Corona-Krise. Das Wort Einsamkeit beschreibt das subjektiv wahrgenommene Gefühl, dass Kontakte und Beziehungen nicht die gewünschte Qualität haben oder sogar fehlen. Auch wenn bestimmt schon jeder einmal mit Einsamkeit konfrontiert war, hat die Corona-Krise sicherlich dazu beigetragen, dass dieses Gefühl in letzter Zeit weltweit an Bedeutung gewonnen hat. Soziale Kontakte werden durch Restriktionen zwangsweise auf ein Minimum reduziert. Und das gilt vor allem für Mitglieder der wahren Kirche Gottes, welche ohnehin schon zerstreut leben und durch die Restriktionen an ein Zusammenkommen, insbesondere am Sabbat, gehindert werden. Kommen wir zum ersten Punkt. Warum lässt Gott es zu und was denkt er darüber? Wir können diese Situation als eine von Gott auferlegte Prüfung ansehen, um daraus stärker hervorzukommen. Denken wir nur an die vielen Beispiele in der Bibel, wie etwa die vielen Propheten, Hiob oder Daniel. Sie hatten sicherlich alle zeitweilig wenige oder gar keine gleichgesinnte menschliche Kontakte an ihrer Seite, sondern allein Gott, der sie immer ermutigt und aus jeder noch so unangenehmen Lage herausgeführt hat. David hat in vielen seinen Psalmen diesen Gefühlszustand der Einsamkeit in vielfältiger Weise zum Ausdruck gebracht. David beschreibt es unter anderem folgendermaßen: Ich gleiche einem Pelikan in der Wüste, bin wie ein Käuzchen in den Ruinen. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Diese Stelle aus Psalm 102, Vers 7 bis 8, ist aus der Schlachterbibel, so wie auch alle anderen Stellen heute. Wir dürfen nicht vergessen, dass jede schwierige Situation für uns Berufenen nicht zufällig, sondern zu einem bestimmten Zweck und zu unserem Besten dient. Zum Beispiel könnte die Situation dazu dienen, Gott zu suchen und näher zu kommen. Da brauchen Sie jetzt nicht mitlesen, aber in 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 5 steht: Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt und bleibt beständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Wir können die Situation aber auch nutzen, um zu lernen. Denn in den Klageliedern steht geschrieben: Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Und das ist aus Klagelieder Kapitel 3, Vers 27. Niemand ist gern alleine und Einsamkeit macht traurig. Doch eine ermutigende Sicht bietet auch der Prediger. Und zwar sagt er: Kummer ist besser als Lachen,
Denn wenn das Angesicht traurig ist, so wird das Herz gebessert. Aus Prediger Kapitel 7, Vers 3. Zweifellos hat die Corona-Krise dazu geführt, dass viele von uns gezwungen waren, sich mit bestimmten Aspekten des Glaubens intensiver auseinanderzusetzen. Wir waren öfter alleine, weniger abgelenkt und konnten daher mehr Zeit mit dem Bibelstudium verbringen. Das ist nur ein positiver Aspekt. Oder denken wir nur an die letzten zwei Passe. Zuvor haben wir uns auf die Predigerschaft verlassen, dass alles richtig organisiert wird. Nun aber mussten wir lernen, es unter Umständen auch alleine oder nur zu zweit zu halten. Und wir sind daraus enorm gewachsen. Viele, die es gewöhnt waren, am Sabbat die Versammlung oder Geschwister zu besuchen, konnten dies auf einmal nicht mehr oder nicht mehr so einfach. Auch diese sind darin gewachsen, den Sabbat auch alleine in einer richtigen Weise zu halten. Trotz all diesen ermutigenden Gründen ist es nicht erstrebenswert, immer alleine zu sein. Und der Zustand der Einsamkeit sollte kein Dauerzustand sein. Es war auch nie die Absicht Gottes, den Menschen ein Gefühl der Einsamkeit aufzuerlegen. Denn Gott selbst sagt zum Zeitpunkt der Schaffung des Menschen den sehr bekannten Satz: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Diese Stelle in 1. Mose bezieht sich auf die Ehe. Aber nicht nur, denn lesen wir jetzt gemeinsam eine Stelle aus Prediger Kapitel 4, Vers 9 bis 12. Prediger, Kapitel 4, Vers 9 bis 12. Es ist besser, dass man zu zweit ist, als allein. Denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerreißen. Hieran kann man schon leicht erkennen, dass Gott den Menschen als ein soziales Wesen erschaffen hat, fähig zu vielen Kontakten und sicherlich keinen Einzelgänger. Kommen wir zum Punkt 2. Aber was kann der Einzelne tun? Es sollte für uns immer offensichtlicher werden, dass wir nicht in einer Welt leben, die von Gott im Großen und Ganzen regiert wird. Die göttlichen Prinzipien für ein harmonievolles Zusammenleben gehen immer mehr in Vergessenheit. Das macht es immer schwieriger, vor allem Kontakte in der Welt in einer friedlichen Weise aufrecht zu erhalten. Und es ist Satan, der zurzeit alle Regierungen und Herrscher inspiriert, total übertriebene Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus zu erlassen, um die Menschen so isoliert wie nur möglich einzusperren und mental kaputt zu machen. Und Satan wird alles versuchen, um vor allem Mitglieder der wahren Kirche Gottes, geistlich und physisch, voneinander zu trennen. Wir können verstehen, dass es von Zeit zu Zeit gut ist, für sich alleine zu sein. Sich manchmal einsam zu fühlen, ist nichts Außergewöhnliches und gehört einfach zum christlichen Leben dazu. Aber es sollte eher die Ausnahme sein, nicht die Regel. Jedoch können wir, speziell wenn es um die Corona-Beschränkungen geht, auf uns selbst gestellt nicht viel verändern. Wir müssen oftmals ungerechte und gottlose Restriktionen hinnehmen und diese lang anhaltenden Phasen der Einsamkeit mit geduldigem Ausharren bewältigen. Dabei dürfen wir niemals vergessen, dass Gott über unseren Zustand bestens Bescheid weiß, dass er mit uns mitfühlt und nicht zulassen wird, dass wir über unsere verfügbare Kraft belastet werden. Was wir allerdings immer tun können und sollten, ist, sich an den Werkzeugen des Glaubens
zu bedienen. Welche unter anderem sind Beten und gelegentliches Fasten. Lesen wir hierzu, wie der Apostel Paulus in so einer Angelegenheit vorgehen würde. In Römer Kapitel 1, Vers 8 bis 13. In Römer Kapitel 1, Vers 8 bis 13. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündet wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich allezeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde, unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert. Wenn wir einsam und alleine sind, aufgrund äußerer Umstände, ist es unsere Verantwortung, selbst wenn wir nichts anderes tun können, Gott im Gebet zu bitten, für uns eine Änderung in unserer derzeitigen Situation zu bewirken. Gleichzeitig sollten wir aber seinen Willen akzeptieren können, wie auch immer dieser aussehen mag. Denn am Ende dient Gottes Wille nur unserem Besten. Zum dritten Punkt. Die große Hoffnung liegt noch in der Zukunft. Einer der vielen guten Botschaften vom Reich Gottes ist, dass ab dem Zeitpunkt, wenn Jesus Christus zurückkehren wird, um eine gerechte Regierung auf Erden zu errichten, der generelle Gefühlszustand der Einsamkeit für immer der Vergangenheit angehören wird. Denn Einsamkeit wird ersetzt werden durch Verbundenheit. Eine Verbundenheit oder Einigkeit, die wir bereits jetzt schon innerhalb der Kirche haben oder haben sollten, wird dann allen Menschen zueinander und zu Gott zugänglich gemacht werden. Und das wird unter anderem möglich durch den einen Glauben, die eine Taufe, den einen Geist und die eine Hoffnung auf das ewige Leben. Vielleicht sind wir gerade traurig, krank oder einsam. Aber dann vergessen wir trotzdem nicht, dass Gott treu ist und seine Versprechungen zur rechten Zeit gewiss einhalten wird, wenn wir treu bleiben. Lesen wir dazu noch zum Schluss gemeinsam die letzte Stelle aus Malachi, Kapitel 3, Vers 20. Malachi, Kapitel 3, Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall.